mir jetzt im Moment noch so ein bisschen fehlt, sind so die Dinosaurier. Da habe ich jetzt irgendwie noch gar keine gesehen. Die könnten noch ein bisschen häufiger sein, dafür, dass das so Dino-verlorene Weltmäßig abgeht hier, abgehen sollte. Ist das ein bisschen ärmlich. Muss ja nicht gleich so sein, dass von diesen Dinosauriern eine Gefahr ausgeht. Denn gerade wenn man jetzt mal die ganzen Pflanzenfresser nimmt, die sind zwar auch groß und mächtig, aber eigentlich ansonsten ungefährlich. Wenn man das mal so biologisch betrachtet, haben die an unser Eins einfach überhaupt kein Interesse. Von uns geht ja auch für die keine Gefahr aus. Warum sollte dann von denen eine Gefahr für uns ausgehen? Naja, dementsprechend könnte ich hier ruhig ein bisschen mehr noch rumtappen. Aber das kommt vielleicht noch, oder wir sind gerade an einer ungünstigen Stelle oder so. Ah, ich brauche ja den... Na gut, dann gehe ich erstmal wieder zur Fahne zurück. Den Stein nehme ich hier mit. Also auch das finde ich ziemlich gut, dass diese Steine dann wieder neu spawnen. Also es gibt jetzt auf jeden Fall bei Beasts of Prey kein Steinproblem mehr, kein Ressourcenproblem mehr. So in dem Sinne, wie wir das jetzt bisher hatten. Damit das hier ja alles ein bisschen schneller. So. Jetzt habe ich hier meine Flagge hingestellt und habe irgendwo Platz für ein Crafting Table oder wie sieht das aus? Da war mal kurz was. Das war schlau. Hinstellen, nachdem er endlich Platz gefunden hat und danach wieder einsammeln. Ist dieses Gelände hier einfach viel zu unwegsam. Deswegen müssen wir jetzt hier mal... Ich hab die Woodflings vergessen. Ja, Sapalot, die brauchen wir natürlich auch. Drei. Geht eigentlich auch mehr? Ne, das sind immer noch nur drei. Ein fetter Baum. So, machen wir mal ruhig ein paar mehr. Schadet ja nicht. So, dann. Cool. Ach, das ist ja auch. Ist ja auch interessant. Ich muss gar nicht mehr genau auf dem. Und jetzt hier die Woodblanks. Wall. Auf dem Crafting Table stehen. Das geht auch einfach so. Da sind die Woodplanks. Dino-Würstchen. Noch nicht so ganz klar, für was man die braucht. Oh, ich habe zwischendurch noch ein bisschen Einsen gesammelt. Das ist natürlich auch cool. So, immer noch weit und breit nichts Dino-mäßiges zu sehen. Ja, kommen die letzten zwei ganze auch noch durchdöseln. Ah, jetzt geht's nicht mehr. Faszinierend. Sehr spaßig. So, jetzt aber kriegen wir hier ein Foundation hin. Schauen wir mal, wie sich das jetzt verhält. So, das können wir hier irgendwo hinpacken. Auch genau da, wo die Fahne steht. Das ist ziemlich egal. Dann machen wir das mal so, dass die Fahne so ein bisschen leicht in der Ecke steht. Zack. Exactly. Dann nehmen wir den wieder mit.
So, und dann können wir hier auch einen Ofen hinstellen. Jawohl. Und wir können natürlich auch jetzt hier den Crafting Table wieder nebendran stellen. So, dass das alles seine Ordnung hat. Müssen wir nur gucken, dass wir hier wirklich auf den Ofen zugreifen. Ah, das ist doch prima. Das ist ja im Gesamten eigentlich schon ganz cool. So, wir haben jetzt natürlich den Crafting Table so nah an das Ding gestellt, dass wir hier immer auf die Falsche zu greifen. So. Sind wir mal gespannt, ob da was passiert. Grafisch hier irgendwie. Was sich nicht verändert hat, das sind die Ofenvögel. Sobald man einen Ofen irgendwo hinstellt, hoppen sich die Vögel drauf. So. Eisen, Kohle, das lässt sich immer noch irgendwie locker da reinziehen. So kann man sich das jetzt hier mittlerweile auch hinziehen, wo man lustig ist. Das ist auch ganz cool. Das sortiert er jetzt nicht mehr nach Gutsdünken selbst. Falsch. Wenn wir schon mal wieder da unten. Mal sehen, wenn ich so mache. Ach, da macht die sogar einzeln. Okay. Es gibt ja auch nicht mehr dieses Split-Fenster. Mehr. Ich hoffe, den kriegt er noch durch. Jawohl, und den hat er zur Kohle gemacht. Alles klar. Der Rest fackelt ab. Ist das so? Es funktioniert auch nicht mehr mit dem Mausrad hier unten sein Zeug auszuwählen. Aber da das nur 5 Posten sind, ist das nicht allzu tragisch. Also geht über die Tasten 1 bis 5. Kann man mitarbeiten. Ich habe schon wieder das Bedürfnis, obwohl ich gesagt habe, ich mache das, mir hier wieder eine Basis aufzubauen. Obwohl ich ständig immer wieder von vorne anfange, macht es immer wieder irgendwie Spaß. Und man hat halt irgendwie den Wunsch, sich endlich mal was richtig Großes zu bauen. Aber gut. Jetzt stellen wir den doch erstmal wieder hier hin. Was ich nämlich jetzt ganz gern noch hätte. Destruction Hammer ist ja auch krass. Ich hätte aber eigentlich ganz gerne die. Die geht mit Woodplanks. Gut, dann machen wir Woodplanks. So, mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt auf die Pickaxe drücke. Dann hört er auf. Nett. Ein Traum! So, wir hatten doch hier in der Nähe ganz viele von diesen großen Steinen. Ich wollte jetzt nochmal gucken, wie sich die so verhalten. Die sind ja jetzt schon auch ziemlich groß. Passiert nichts. Der sagt kein Gathering. Der sagt aber auch sonst nichts. No more resources hier. Ah. Ach, die liegen alle da unten jetzt rum. Ah, da kommt jetzt unidentifiziertes Erz raus. Jawohl, da fallen sie doch alle. Okay, da findet er nichts mehr. Hm.
noch ein bisschen albern, dass man hier nichts putzen sieht. Dann stelle ich mir nämlich jetzt hier wie ein Blöder auf den Stein ein und weiß nicht, ob irgendwie was passiert. Mal ab und zu mal unter sich gucken, dann redet. Und immer links die Anzeige im Blick behalten. Und jetzt sagt er, da ist nichts mehr. Also gehen wir weiter. Mal da oben nochmal. So, da hat er auch nichts mehr. Hui, da fliegt's durchs Bild. So, da sagt er, hat er nichts mehr. Na. Okay. Ja, das ist aber ein ordentlicher Stein. Da kriegt man, glaube ich, ein bisschen was raus hier. Ah, nichts mehr da. So, ich werde die wahrscheinlich nicht hier im Segel definieren können. Muss man wahrscheinlich wieder beim Crafting Table machen. Jetzt sichten wir weiter auch, wo der Steinball rauskommt. Aber das kann man eine Weile treiben, das ist schon ganz cool. Ich weiß nicht, wie lange es dauern würde, bis sich dieser Berg regeneriert. Alter, jetzt aber. Ups. Können wir da nochmal reinschlagen? Bing, bang, bang, fertig. Alles mitnehmen. So, komm. Soll erstmal gut sein. Wir wollen das ganze Zeug jetzt auch noch verknödeln. Hier liegen immer noch ständig Steine irgendwo rum. Da ist ja auch manchmal dann Eisen dabei. Das ist ja auch ganz cool. So, dann werden wir hier jetzt, glaube ich, identifizieren müssen. Nehme ich mal an. Das noch so funktioniert. Gucken, ob was passiert. Das jetzt da reinlege. Jawohl, er identified. Sehr gut. Jetzt die Frage ist, identified er auch für sich alleine herum? Oder nicht? Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen spazieren gehe. Oh, jetzt mal sinnlos hier hinterlaufen, noch ein bisschen Holzhacke oder sowas. Albernes. Das war gut. Da war die Axt mit der, in der rechten Hand schon da, als unten noch die rechte Hand vom Rennen verschwand. Dieser Mann hat also drei Hände. Respekt. Hoppla. Kommst du? Hat schön geblunken in der Sonne. Ein Blinki-Blinki-Stein. Huch. War es ja eben auch noch nicht da? Na doch, vielleicht war er eben da. Die Riesenbäume sind auch ein Knaller. Bisher gab es ja nur die Bäume, wo man an vier Stellen Holz rausbekam, das sind jetzt schon weit mehr als vier. Und diese Steine spawnen schneller, als man sie abbauen kann, schrägstrich einsammeln kann. Das ist ja auch ziemlich krass. So. Und. Ach, die Keile drunter, quasi. So, jawohl, das läuft im Stillen weiter vor sich hin. Das ist ja ein Traum. Dann könnte ich jetzt theoretisch nochmal hier, dass ich hier irgendwie an den Ofen rankomme.
Doch, haha, rangekommen. Um jetzt einfach hier schon mal ein bisschen was durchzubrennen. So, ich schmeiß einfach mal hier das komplett alles rein. So, und dann können wir hier uns immer wieder mal nachholen, wenn er was gedingst hat. Und sobald wir hier das zugehörige Fenster finden, so, mit reinschmeißen. So, der identified noch. Was haben wir denn jetzt an Steinen, an Rohren? Das reicht, glaube ich, nicht für ein Foundation, oder? 20 hohe Steine. 12 Metal Piece Types und 8 Metal Plates. Ja, die Dinger sind ja teuer. Planks. Leder. Metal Plates, Metal Pipes, Alu, Ingot. Dann schauen wir, wie man Plates und Pipes machen kann. Da brauchen wir wahrscheinlich schon ein spezielles Tast, nicht gesehen für. Gut. Nehme ich. Nehme ich. So. Da ist das Fenster. Und drauf. Und drauf. Und Iron Ingot und Copper Ingot. Kohle nehmen wir mal raus. Das nehmen wir raus. Silber haben wir noch hier. Das läuft ja, das läuft ja. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und noch mehr Ironore. Was soll man damit so viel Ironore? Da, da. Zack. Rein damit. Noch am Denken. Denker und Dichter, Dichter und Denker. So. Ach. Kann er das wieder klein nehmen? Noch eine Ironore. Ja, ich kann jetzt noch ein Foundation machen oder ich ziehe mir hier eine. Hier ein Metal Plate. Stimmt, eine Metal Pipe, die kannst du so machen. Haben wir Alu? Nee, haben wir nicht. Barrel. Ja, da kann man Einzelteile machen, aber da kriegst du noch keine Pisten raus. Wie war das mit diesem Turm? Da fahren wir nur aus Spaß an der Freude. War das der? 12 Metal Pipes und 8 Metal Plates. Aber glaube ich. Bla. Nicht genug Eisen für gesammelt, nehme ich an. Iron und Copper. Ah, das war doch schon. Oder ne, jetzt waren wir nicht fertig. So, wie viel ist der jetzt? Wenn ich das richtig sehe, haben wir jetzt 12 Eisen. Ja, da bräuchten wir aber noch 8 mehr. Kleines Haus. Bett könnte man machen. Ach, hier war das. Ach, der braucht. Guard Tower, der braucht einfach nur 36 Woodplanks. Das ist ja auch cool. Hammer, aber nicht. Light Tower. Scheiße. Der Spanning Rack. Wall, dafür brauchen wir halt irgendwie wieder Holz, das haben wir jetzt alles abgefackelt. Ich wollte ja auch nur mal gucken, was man jetzt da so aus so einem Berg so raushauen kann und das ist ja schon ordentlich, da hatten wir bald sämtliches Holz weggefackelt und da liegt immer noch Zeug drin. Krass, sehr scheiß. Ja, das steht jetzt hier so rum und ist nicht wirklich groß geschützt. Könnte mir jetzt einfach den Stein, den ich jetzt gerade noch gesammelt habe,
Da. Ach, da brauche ich schon Woodplanks. Also wir brauchen 24 hohe Steine. Na gut. Setze ich mir jetzt einfach hier nochmal die Foundation dazu gedödelt. Na gut, solange der noch am Brennen ist. Ein. Hier nochmal mit der Axt. Zack. Und zack. Und zack. Brrrt.